Sie wollte zum ESC, die wollten sie aber nicht. Dafür wird Kadalot jetzt Model. Kein Witz, die selbsternannte Queen of Reality läuft für ein internationales Label. Doch schnell muss die Modeindustrie lernen. Wenn man Kadalot bucht, bekommt man auch Kadalot. Diese Woche im Berliner Kulturforum um 17.30 Uhr. Auf der Fashion Week steht eines der Highlights an, die Show des Labels Namelia. Die 2015 von Nan Li und Emilia Pfull gegründete Modemarke wurde bekannt durch sehr freizügige Looks, für die Weltstars wie Christina Aguilera, Kylie Jenner oder Paris Hilton schon modelten. Für ihre Show in ihrer Heimatstadt haben Emilia und Nan sich aber einen ganz besonderen Stargast ausgesucht, Reality-Star Kadalot. Kada ist für uns einfach, mit der sind wir aufgewachsen und für uns ist das auch wirklich eine Ikone. Kadalot eine Ikone? Das müssen wir kurz erläutern. Vor 20 Jahren taucht die heute 51-Jährige im TV auf und stellt den deutschen Boulevard auf den Kopf. Ihr Erfolgsrezept, Auftritte und Sprüche, die irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn liegen. Weil ich einfach eine Bereicherung für die Öffentlichkeit bin, ein Geschenk des Himmels. Diese Auftritte und Sprüche sorgten in den letzten Jahren für eine wahre Kadalot-Meme-Flut in den sozialen Medien. Bei manchen genießt sie dadurch Kultstatus. Ich gehe jetzt deftig feiern, hoffe bis zum nächsten Mal, bleib mir treu. Bussi, bussi. Gerecht ihrem Image zeigt sie sich auch in Berlin, sagen wir, mittelbeeindruckt vom Engagement des Fashion-Labels. Leute, bisschen mit den Hintern wackeln und nach vorne gucken, da passiert schon nichts. Eigentlich würde ich gerne, habe ich immer jahrelang gesagt, warum steht denn Karl Lagerfeld nicht bei mir auf der Matte, ja? Ich wäre so gerne seine Muse geworden, bevor er gestorben ist. Aber Namelia ist doch auch eine tolle internationale Firma. Ob das alles so ein Spaziergang wird, werden wir später noch sehen. Eigentlich wollte Kadalot dieses Jahr auf eine andere Bühne. Ende vergangenen Jahres veröffentlicht sie den Song Diva mit der Ankündigung, damit will ich Deutschland dieses Jahr beim ESC vertreten. Ich bin keine Diva. Doch statt 12 Points gab es für Kadalot eine Absage für den Vorentscheid. Das nächste Jahr wartet schon, ja, und steht auf der Matte und nur die Hoffnung stirbt. Was hat André Costolani gesagt? Nur den Mutigen gehört die Welt. Ein kleines Trostpflaster gibt es. Die beiden Designer lassen Kader in ihrer Show zu dem abgelehnten Song laufen. Für den Auftritt bekommt die 51-Jährige übrigens genauso viel wie Christina Aguilera. Tatsächlich haben wir da gar nichts für bezahlt. Dann schauen wir mal, ob sich eine Kadalot auch für einen gratis Promo-Auftritt ins Zeug legt. Mitgebracht hat sie ihren Lebensgefährten Ismet. Easy! Atli, mit dem sie schon seit 16 Jahren zusammen ist. Eine Beziehung, die offenbar auf einer ganz klaren Rollenverteilung beruht. Easy, weißt du, warum du hier bist? Du sollst Bilder machen. Blitz. Blitz. Easy. Sag mal, wo bist du denn? Wo ist mein Handtropfen? Hab ich weitergegeben. Am nächsten. Komm, wir gehen jetzt runter. Nein, wir machen jetzt Pause. Ach so. Easy. Ja. So viel zu. Ich bin keine Diva. Ich nehme Fotos auf, Videos auf. Sprich ihr Mut, weil Kada ist immer so bescheiden. Bescheiden wäre nicht das erste Wort, was uns zu Kadalot einfallen würde. Nun gut, nach der Fotosession Backstage muss Kada aber arbeiten. Es geht zur Probe. Und da fällt ihr auf, sie muss durch die ganze Vorhalle rennen. Und Easy soll wieder Fotos machen. Easy, auf! Easy, nimm doch mal! Wir sind fast einen Kilometer gelaufen. Ich bin ja jetzt schon aus der Puste. Ja, also doch ein bisschen mehr als Hintern wackeln. Das letzte Mal auf dem Laufsteg war Kadalot im Jahr 2005 für eine Dissot-Marke. Die knapp 20 Jahre, die dazwischen liegen, merkt Kader jetzt. Ist gar kein einfacher Job, muss ich sagen. Ich bleib doch bei Reality TV, ja? Einen Weg zurück gibt's aber jetzt nicht mehr. Und man muss auch sagen, der Laufstegstress ist ziemlich schnell vergessen, als Kader ihren ersten Look anhat und Backstage für die Fotografen posieren darf. Easy, machst du mal die Schleppe? Cherie, du bist mit Maria Callas zusammen. Warum beschwerst du dich? Und dann hat Maria Callas, a.k.a. Kadalot, ihren großen Auftritt. Die Fashion-Show geht los. Vor der Modepresse Deutschland und den geladenen Gästen wie Model Stefanie Giesinger zeigt sie sich erst als eines der Models.
um sich dann blitzschnell umzuziehen. Denn als Finale beendet sie die Show zu ihrem abgelehnten ESC-Song. Ich bin frei, ich bin stolz, ich bin stark. Kader ist ein Erfolg. Die Designer sind sichtlich happy mit ihr und sie genießt den Moment. Ich habe genug Reality gemacht, ja, Reality-TV. Jetzt fängt eine neue Ära an. Ich bin ein Catwalk-Lady. Und die beginnt auch damit, dass Freund Easy statt einer Kamera in die Hand auch mal eine Umarmung bekommt. Ja, mit Maske. Aber das ist schließlich Deutschlands neuestes Topmodel.